Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr, und er nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium Jesu Christi. Einem anderen die Füße zu waschen, ist eine unangenehme Arbeit, besonders in südlichen Ländern, wo man viel schwitzt und meist in Sandalen oder barfuß durch den Straßenstaub läuft. Zur Zeit von Jesus war es einer der niedrigsten Sklavendienste. Ein sehr notwendiger Dienst allerdings, besonders wenn viele Leute sich zumal in einem engen Raum versammeln wollten. Da übernimmt nun Jesus, der Herr, selbst die Aufgabe des Sklaven. Er beugt sich nieder und macht sich zum Diener seiner Jünger. So zeigt er, wie konkret Liebe sein soll. Sie darf sich nicht zu gut sein, einem anderen auch die niedrigsten, die unangenehmsten Dienste zu erweisen. In der christlichen Gemeinde gibt es keine Herren und Sklaven mehr. Die Rollen werden vertauscht. Wer von euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein, so heißt es im Markus-Evangelium. Indem Jesus sich buchstäblich zum Sklaven macht, tritt er bereits seinen Leidensweg, den Weg der Entäußerung an. Bald schon wird er den Sklaventod am Kreuz sterben. Mit der Fußwaschung bringt er zum Ausdruck: Ich gebe mich restlos für euch hin. Und ich tue es freiwillig. Jetzt lege ich die Würde des Herrn ab. Bald werde ich in einem würdelosen Tod mein Leben hingeben. Ihr aber sollt begreifen, warum ich das tue, weil ich euch bis zur Vollendung lieben will. Wie viele Stellen im Johannesevangelium
hat auch die Erzählung von der Fußwaschung neben der direkten auch noch eine hintergründigere Bedeutung. Warum eigentlich war es Jesus so wichtig, dass jeder seiner Jünger sich von ihm die Füße waschen lässt? Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir, sagt er zu Petrus, als dieser sich sträuben will. Die Reinigung der Füße, an denen der Staub der Straße klebt, versinnbildlicht offenbar eine tiefergehende Reinigung. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe, heißt es später im Weinstockgleichnis des Johannesevangeliums. Jesus reinigt seine Jünger vom Schmutz der Welt, von der Sünde, von der Bosheit, von der Zerrissenheit und Gottlosigkeit des gewöhnlichen menschlichen Lebens. An jedem von uns hat Jesus diese große Reinigung in der Taufe vollzogen. Wer vom Bad kommt, ist ganz rein, so sagt er. Das ist eine deutliche Anspielung auf das Bad der Taufe. Trotzdem muss er sich noch die Füße waschen, allerdings nur die Füße. Er sinkt also nie mehr ganz in den alten Sumpf zurück. Trotzdem immer wieder bleibt gleichsam der Schmutz der Straße an seinen Füßen hängen. Die Sorgen und Probleme des Alltags, die kleinen Unehrlichkeiten und Inkonsequenzen, der kleinliche Streit, die Lieblosigkeiten und so weiter. Scheinbar handelt es sich hier um Geringfügiges, aber auf die Dauer stinkt auch das gewaltig und es bedarf einer Reinigung. Jesus will uns die ursprüngliche Reinheit, die völlige Lauterkeit des Herzens wiedergeben und das immer von Neuem. Das kann er aber nur, wenn wir ihn an unsere schmutzigen Füße heranlassen. Einzugestehen, dass Schmutz an mir haftet, dass bei mir nicht alles in Ordnung ist, dass ich Probleme oder schlechte Gewohnheiten habe und so weiter, dass ich also einer Läuterung, einer Reinigung bedarf, das erfordert eine gehörige Portion Demut, nämlich Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit vor sich selbst und vor Jesus. Hat sich Petrus seiner schmutzigen Füße geschämt und darum Jesu Dienst zurückweisen wollen? Aber es gilt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Dass ich mir in diesem Sinn von Jesus die Füße waschen lasse, das vollzieht sich beispielsweise in der Beichte im Sakrament der Buße. Mich kostet das ebenso viel Überwindung wie wahrscheinlich die meisten Christen. Seine Sünden zu bekennen, das geht eben gegen den eigenen Stolz. Auch im persönlichen Gebet geschieht viel von dieser Reinigung, indem ich meine alltäglichen Sorgen, Probleme und Fehler vor Jesus ausbreite. Da gebe ich dann alles weg, was an Schmutz an mir haftet. Ich bin dadurch nach und nach eine Menge innere Widersprüche, auch tiefer sitzende Probleme und sogar charakterliche Defekte losgeworden. Noch heute lasse ich auf diese Weise gern Jesus an mir arbeiten. Menschen sind gewöhnlich eher geneigt, einander, wie man so sagt, den Kopf zu waschen, also die Fehler anderer hart zu kritisieren. Nur selten halten wir die tieferen Probleme und Konflikte aus, die hinter dem Verhalten eines anderen stecken und halten sie so aus, dass der sich verstanden fühlt und wir ihm wirklich helfen können. Kritik allein bessert in der Regel nicht. Nur Einfühlung hilft, sich zu ändern. Es wäre nun einer der wertvollsten geschwisterlichen Liebesdienste, die Christen einander erweisen könnten, statt einander den Kopf zu waschen, sich gegenseitig, bildhaft gesprochen, die Füße zu waschen. Worauf kommt es dabei an? Nun, vor allem kommt es darauf an, einfühlsam zuzuhören, auch die Gefühle des anderen zu verstehen und sie zu akzeptieren, ihn in allem verstehen und nicht über ihn urteilen. Das genügt eigentlich schon. Bringt man genügend Geduld auf
und lässt den anderen alles aussprechen, was ihm so auf der Seele liegt, ohne gleich Ratschläge zu erteilen, kann man erleben, wie aus ihm selbst heraus ein Prozess der inneren Wandlung in Gang kommt, der inneren Klärung und Läuterung. Allein schon sich offen aussprechen zu können, ohne Angst vor den Urteilen des anderen, das klärt vieles, es läutert, heilt und wandelt. In seelsorgerlichen Gesprächen habe ich diesen Prozess von innen heraus immer wieder erleben dürfen. Nur wo echtes Vertrauen, ja fast Intimität herrscht, da vermag man einander in diesem Sinn die Füße zu waschen. Erst dann schämt sich der eine nicht mehr, sich dem anderen mit seinem ganzen inneren Schmutz zu öffnen und die Last abzuladen. Und erst dann wird der eine fähig, den anderen wirklich geschwisterlich zu ermahnen, mit jener Feinfühligkeit, die nicht verletzt, sondern behutsam versucht, die seelische Not des Bruders, der Schwester zu verstehen und sie zu heilen. Amen.